Hey, Mord, hörst du auch die geniale Musik da hinten? Ey, das ist ja Hammer, ne? Das klingt ja wie so eine geile Coverband. Ja, echt krass. Ich wusste ja nicht, dass die hier in Berlin so eine gute Coverband haben. Aber irgendwie klingt der eine stark nach Peter Maffay. Hast recht, könnte sein. Meinst du, der Werner, der singt da auch mit bei der Beatles-Coverband? Ich meine, der hat ja schon mit aller möglichen Leuten gesungen, ne? Der soll ja auch schon mit den Original Beatles damals gesungen haben, ne? Und mit Leuten aus dem Busch, mit dem Howie zusammen auch. Wäre doch mal geil. Ey, von Weitem klingt schon mal nicht übel. Lass uns mal näher hingehen. Immer der Musik nach. Also, ich weiß ja nicht, mit dir geht. Aber je näher wir kommen, je schlimmer klingt das. Ja, aber echt, mal nur noch um die Ecke und dann sind wir ja eigentlich dort, aber ich weiß nicht, ey. Das hört sich alles nun sau schlimm an. Ich höre sogar Werner und Howard raus. Ach du Scheiße, schau mal, da stehen die Hupen zusammen auf der Bühne vor ihren Mikrofonen und jaulen in ihre Mikros. Naja, Peter steht ja unter seinem Mikrofon, wa? Er kommt gar nicht bis hoch und Werner, der fristet ja fast. Der Einzige, der eine gute Figur macht, ist eigentlich nur Howard. Ja, das ist grausam. Stehen auch nur 3 Leute vor der Bühne. Und Werner Spaß hat auch schon mal bessere Zeiten erlebt. Das sieht aus wie 3-Euro-Paletten zu einer Bühne zusammengeschraubt. Hey Peter, komm doch mal runter zu uns. Die anderen brauchen eh eine Pause. Und damit meine ich nicht deine Kollegen, sondern eher die Zuhörer. Hallo meine Freunde, was treibt euch denn hier nach Berlin? Uns? Nach Berlin? Wie kommst du denn da drauf, dass wir hier extra nach Berlin kommen? Na, ist doch logisch. Meine Freunde, wir haben uns zuletzt in Rumänien getroffen. Und nun seid ihr auch in Berlin. Ihr seid doch keine Groupies, oder? Nee, auf keinen Fall, Peter. Aber wir wohnen hier in Berlin. Mann, wir haben euch von Weitem singen gehört. So sieht's aus. Und dann sind wir dem Lärm gefolgt und sind hier gelandet. Was wird's denn eigentlich? Was macht ihr hier? Das ist ein neues Projekt. Nach Tabaluga und der Afrika World Musik Tour habe ich einen Anruf bekommen von einem guten Freund, der ganz groß im Schlagerbusiness ist. Naja, bei dir ist ja groß relativ. Alles, was größer ist wie du, ist ja im Grunde groß. Und das ist nun nicht wirklich schwer. Ich meine, größer sein wie du. Und dann haben wir aber voll gelacht. Hey, nein, ich habe ihn angerufen und habe ihn gefragt, ob er Lust hat auf ein neues Projekt. Was denn für ein Projekt? Ganz einfach, mein Freund. Wir nennen es die Berliner Stadtmusikanten und covern alte Beatles-Songs. Der Erfolg, den kann man hier sehen. Also nicht viel, wa? Die Berliner Stadtmusikanten. Dass ich nicht lache, ey. Wie bist du auf die Idee gekommen, Howard? Na well, ich habe ja die Werner aus der Knast freigekauft in Polen. Er hat mir angerufen, dass er Hilfe braucht und irgendwie habe ich gedacht an meinen Sohn Wayne. Und dann musste ich ihn einfach die Kaution zahlen und ihn aus Polen rausholen und auf der Father Werner Beatles-Song gehört. Na ja, singen kann er ja nicht, aber gut. Na ganz toll, also hat Werner die ganze Sache wieder mal ins Rollen gebracht. Yes, und ich habe meinen Freund Peter angerufen in Rumänien mit Lennys Handy und habe 5 Stunden gebraucht, um ihn zu überreden. Was? Du nimmst mein Handy zum Telefonieren? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Nur weil mein Handy da rumliegt, heißt das dann nicht, dass du damit telefonieren sollst. Oder schon ja nicht 5 Stunden lang. Die Rechnung will ich nicht sehen. Ey, ich lach mir schon ab, Lenny. Aber wie kommt denn dazu, mit meinem Handy telefonierst, Mann? Wenn ich das immer bei mir habe und gestern 5 Stunden mit Gysi telefoniert hab. Well, ich habe das Handy noch bei mir. Hier ist es. Das gibt's doch nicht. Wie kommt mein Smartphone in den Sitz von Howard? Ich glaub's ja nicht. Oh, meine Jüde, ey, nun kann ich wieder neuen Kredit aufnehmen, um die Handyrechnung zu bezahlen. Aber wie kommst du an mein Handy? Und was macht denn Werner da auf der Bühne? Ich glaube, ich habe eine Antwort für dich, Mord. Weißt du noch, vorgestern, als in der Schenke Sekt und Zelters Abend war? Ja, weiß ich noch ein wenig. Bei mir war mehr Sekt als Zelters. Ganz genau. Und nach der gefüllten 30. Flasche Sekt konntest du nicht mal mehr geradeaus laufen. Da habe ich dich heimgebracht und unterwegs ist dein Handy runtergefallen, Mann. Aus deiner Jackentasche. Und ich dachte, ich gib's auf und leg's dem Mord zu Hause hin. Aha. Und warum lag's dann nicht mehr zu Hause? Ich hab 3 Tage gesucht. Ich hab sogar meine kleine Jenny rund gemacht. Ich dachte, die hat das Ding vertickt. Ey, der trau ich mittlerweile alles zu. Dabei lag's der Teil die ganze Zeit bei dir in der Wohnung rum. Ey, und ich wollte dich ja noch anrufen, aber Caro telefoniert schon seit 3 Tagen mit ihrer Familie in Italien. Nonstop. Ach so, wegen der Entbindung von ihrem Onkel Antonio und seiner Frau. Ganz genau, und da konnte ich ja nicht anrufen. Ist auch egal, aber was macht denn der Werner da? Ich glaube, er hat die Show weitergemacht und nun klemmt unser Feuerwerk. Feuerwerk? Yes, am Ende von unserer Show wollte nur ein gigantisches Feuerwerk zünden, aber da habe ich alles Geld rausgehauen, um Werner freizukaufen. Da blieb nur noch ein bisschen Geld für ein polnisches Billigfeuerwerk über. Werner, nein, nicht anzünden! Oh hey, die Rakete in Werners Auge, Mann, die hängt da halb raus, ey. Und der Typ rennt im Kreis. Laut Beschreibung sollte die Rakete hochfliegen, explodieren und einen Sternenregen erzeugen. Okay, die Beschreibung stimmt, aber wir sollten mal lieber was trinken gehen auf den Schreck. Ja, stimmt, da hast recht, Mord. Man sieht ja nicht alle Tage jemanden mit einer Rakete im Auge rumrennen. Mann, das nimmt einen schon mit. Ach, das ist nicht schlimm. Viel schlimmer ist der Gedanke an meine Handyrechnung. Und was machen wir jetzt mit Werner? Ich glaube, das Projekt hat sich gerade aufgelöst. Lass ihn liegen, der kommt wieder auf die Beine, der hat... Ach, sei leise, lass uns vertrinken gehen. Ganz genau. Berlin.